Grüßt euch. Ah. Die Kamera geht nicht. Jetzt. So. Stellen wir das schicke Ding mal ein. Ich werde mich dem nochmal stellen. Elden Ring. Und hoffe, dass die Idee, die ich habe, dass die fruchten wird. Und zwar möchte ich mir eine Waffe holen. Weil ich die Idee habe, dass man vielleicht mit Scharlachfäule so ein bisschen was erreichen könnte. Jetzt weiß ich nur nicht, ob die beim Feuer war oder bei der Gümmelbude hier. Das werden wir jetzt kontrollieren. Ich glaube bei der Gümmelbude. Schauen wir mal. Ja. Ich möchte dem Ganzen noch eine Chance geben und nicht direkt aufgeben. Ich hatte gestern übrigens das Mikrofon doch weiter weg und irgendwie, glaube ich, war das nicht so schön von der Qualität. Ja, das müsste ja richtig sein. Dann brauchen wir Schmiedesteine und Runen. Um die Waffe so ein bisschen zu leveln. Oh, guck mal. Schauen wir, wo wir hier ankommen. Vielleicht müsste ich einfach mehr Items nutzen. Ja. Bam, da ist das Ding. Tschüssi. Ich glaube am Anfang, die Riesen, die geben doch 1000 Runen oder so. Da könnte man dann auch nochmal nachgucken. Wie viel habe ich denn? Joa. Nicht so viele. Die Pferdchen hat ganz vergümmelte Füße gehabt.
Und zwar bin ich am Überlegen. Ich hoffe, dass ich die jetzt auch tragen kann. Ja. Stärke D, D. Mhm. Aber egal. Macht Scharlachfäule. Meine Idee ist es jetzt, wenn man jetzt mit den Gegnern nicht so gut klarkommt, in meinem Fall, dass man es vielleicht schafft, die zu verpesten. Dass die wenigstens so einen Tick haben, der das Leben abzieht. Oh, da muss ich jetzt erstmal so ein bisschen rumdümpeln hier. Oh, I've not seen you. I am the fell here by decree. Pleasure's mine. Ich wusste gar nicht, dass sie hier steht, wenn man die nicht in der Burg anquatscht. Is that some kind of medicine? One that affects the heart, I'd wager. If it's what I think. I have no need of it. I am a warrior. I need no external aid. Not to brave the horrors of battle, nor to bolster my resolve. It's about time I headed off. I'll see you again, warrior. Should the... It's about time I'll see you again. Ich habe das noch nie gemacht, dass ich ihr den Trank geben würde. You'll be after then as you the inheritors of the we of the round Godric the Grand General Radahn Greater Right Morgoth and Ren you'll still be after so, despite being his castle light I suspect you is that potion what I bloody celibus oh I won't interfere. The round table has no codes. But I ask you this. Are you real? Or would you rather hand that potion to me? Well, I won't fool. If you want to do that dolly bother as bidding, not that I could fathom why you'd want. You've met Garen. Then own, I think, the power of the god. Da jetzt ist sie weg. Warte. Müsste doch jetzt da unten stehen bei dem. Nee. Hä?
Ich weiß echt nicht, was passiert, weil ich ja... das noch nie so gemacht habe. Miedestein 3. 12 brauche ich, um die Waffe aufzuleveln. Ja, ich hoffe, dass das so ein bisschen klappt mit dem Ding. Back already. No matter. So, jetzt bräuchte ich erstmal wieder Runen. Guck mal, 186, 54, 149, 40. Ja, aber... Stärke, Geschick... Beides nicht so gut. Okay, ich hole mir aber erstmal noch ein paar Runen. Hallo, ist nicht wahr? Hu. Wo liefen die denn nochmal rum? Uns überlegen. Nee, keiner da. Gar keiner mehr. Muss mal gucken, ob das da war. Ah, ist ja auch normal, nach den ganzen Situationen und dann war ich jetzt lange nicht da. So ist das, die Welt dreht sich weiter. Ob mit mir oder ohne mich? In dem Fall ohne mich. Ich habe mir auf jeden Fall jetzt eine neue Waffe besorgt. Der Ameisenstachelrapier. Das Ding hier. Macht Scharlachfäule. Ja, hast du recht mit. Deswegen müssen wir mal gucken. Man. Grüße. Hallo Pampel. Ich habe mir eine neue Waffe geholt. War den Ameisenrapier. Der macht Scharlachfäule. Ich habe mir überlegt, dass ich die jetzt erstmal hochlevel und dann gucke ich mal, wie das so läuft, wenn man... vielleicht die Bosse verpestet und dann primär abhaut und dann immer wieder versucht, den Schaden zuzufügen. Dann schimmeln die Gegner einfach weg, genau. Wir gucken mal. Ich will das Ding halt noch nicht aufgeben. Nice, da bin ich mal gespannt. Ja, ich auch. Ich weiß nur gerade nicht, wo ich zuverlässig gute Runen herbekomme. Normalerweise von den Riesen. Aber... doch, das ist hier, glaube ich, wo ich gerade hin... ah ja. Wir müssten so ein paar rumrennen. Ansonsten muss ich gucken, wo ich irgendwie... oder? Neue Waffe. Ja. So klatsch, klatsch durchs Gesicht. So eine runde oder eine eckige können wir auch nehmen.
Jetzt goldene Kacker, glaube ich. Goldschimmernder Kot. Da ist ein Teddy. Oh, der gibt 15. Ich bin begeistert. Hä? Wo sind denn diese Riesen? Ach, ich weiß wieder wo. Ich hab mich vertan. Müsste hier sein. Ja, hier ist auch das Wetter, so wie ich es in Erinnerung hatte. Oh. Hui. Hab ich gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Eine goldene Saat. Wie war euer Tag? Alles zu eurer Zufriedenheit? Vielleicht ein bisschen zu warm, aber trotzdem gut. So, guck mal, der schimmelt ja jetzt, ne? Tausend. Bin ein Testkaninchen für den neuen EDV. Für die neue EDV-Anwendung bei uns. Oh. Rechnungsbearbeitung digitalisiert. Ah. Ist das jetzt gut oder ist das schlecht? Oder ist das beides? Ja, es ging so heute und morgen. Sehr viel zu tun, weil wir Samstag ein großes Catering haben und wir schon mal alles vorbereiten, was so möglich ist. Oh. Okay. Das ist der nächste. Wenn es funktionieren würde, wäre es gut. Oh. Vielleicht tut's das ja irgendwann noch. Oh, Alter. Stimmt der? Wann fangen die denn an zu gammeln? Das ist immer die Frage, ne? Treffen mit der Waffe ist auch schwierig. Komm, knüppel mal. Hier. So, jetzt ist er verknüppelt. Vergammelt. Mann, ich wollte doch eigentlich, dass er auf den Spring war. Irgendwann wäre bald fein. Komm, Knüppelchen. Mach den Knüppler für mich. Danke. Oh.
hat sie wohl weggegümmelt. Guck mal, die jetzt gar nicht gekrittet irgendwie. Oder wie auch immer man das hier nennt in dem Spiel. Oh, jetzt. Krass. Okay. Ja, vielleicht klappt es ja mit der Waffe bei den Bossen ein bisschen besser. In den Po. Boah. Ich übertreibe mal direkt. Guck mal, drei Stück davon und zack. Boah, das wird bei diesem einen Boss aber auch schwierig. Dalle. Da haben wir schon mal 7400. Nehmen wir mal ein bisschen Schafsfell mit. Wird doch ein Widder sein, ne? Schild bekommen. So. Ich habe im DLC, glaube ich, aber auch noch nicht alles irgendwie, ne? So wie das aussah. Dann noch Waffen und alles Mögliche. Oh, ein Dolch. Oh, ein bisschen Dreiecksschild. Von einem neuen Reittier gehört. Hm. Okay. Ich muss nur mal gucken, welche Steine ich jetzt brauche. Fünf Dreier. Und dann 12 Vierer. Kann ich mir nicht leisten. Oh. Ist genau fertig jetzt. Weiter kriege ich sie gerade nicht. So, die ist jetzt fast so stark wie mein Knüppel. 20 Schaden weniger.
Jetzt könnte man natürlich noch gucken. Wegen der Asche, ne? Scharlachpeule bleibt doch trotzdem, oder? Blitz vom Himmel in der Waffe bringt sie abwärts, um eine Explosion auszulösen. Die Blitzaufladung hält eine Weile an. Giftiger Nebel. Hüllt eure Waffe in giftigen und schlagt zu, um einen giftigen Nebel vor euch zu verbreiten. Die Waffe bleibt eine Zeit lang vom Gift erfüllt. Ja, das wäre doch geil, oder? Kann man das kombinieren? Könnte man. Guckt mal. Vergiftung und Scharlachpeule. Oder Blut. Frost. Das will ich nicht. Und das auch nicht. Blutklinge und blutiger Schnitt, das hat man früher so benutzt. Frostnebel. Ich bin ja für die völlige Verpestung. Vergiftung und Scharlachpeule. Sollen wir das mal machen? Bin am Überlegen, ob ich das verdoppel. Falls wir das vielleicht... Komm, ich mach das mal. So. Kriegsasche. Hier, die geht unter die Giftmischer. Ja. Bin nur am Überlegen. Ich glaube, ich muss dann Gift nehmen, ne? Ja. Hab ich. So. Gucken wir mal. Also die Waffe macht jetzt folgendes. Und zwar Vergiftung 82 und Scharlachfäule 50. Jetzt bin ich am Überlegen, wenn man jetzt Arkan levelt, ob das dann stärker wird. Die Waffe insgesamt ist schwächer geworden. 138, 56. Ja, schon ein deutlicher Unterschied. So. Jetzt habe ich hier so eine Giftscharlachfäule-Kacke. Passt mal auf, das testen wir mal. Bin sehr gespannt. Wirklich, also... So ein bisschen kickt dann der Ehrgeiz ja so ein bisschen. Ein Talisman, der erhöht Angriffskraft, wenn in der Umgebung jemand an Gift oder Fäulnis leidet. Ich weiß nur nicht, ob beides drauf ticken kann, aber das wäre jetzt voll hohl, wenn entweder nur das eine oder das andere. Wir plündern mal eben hier die Berge. Ich hätte ja auch mal Lust auf einen Randomizer, dass alles durcheinander ist. Hier. Dann kann man hier voll die fetten Sachen schon finden. Aber die Gegner sind doch alle anders.
Guck mal, jetzt hat das Gift getickt. Jetzt Scharlachfäule. Ja, das tickt beides. Guckt mal, wie schnell das geht. Pock, 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 pock. Hau ab, du! Jetzt, Alter. Das ist crazy, ja. Alter, misch die nie ein. Ach du Scheiße. Hallo Sanne. Dem war ich jetzt gar nicht vorbereitet. Mann, die Nerven. Das hat jetzt voll lange gedauert. Oh Gott, der Himmel. Er hat keine Federn. Ja, das stimmt. Auch da, guck, so ein bisschen am Flügel, so abgerupfte. So langsam, ja, ja. Warte. Wo war denn der jetzt? Oh, warte, ich muss das eben machen, dass es nachts ist. Sonst kommt der Vogel nicht. Sanne, alles gut bei dir? Alles schick soweit. Naja, muss. Je. Das ist auch irgendwie chronisch deutsch, glaube ich, ne? Dass wir alle nicht mehr so glücklich sind.
Fühle ich. Ein Lichtscheusal-Individuum. Auch noch dieser Vogel. Ja. Egal, wir machen dem jetzt gleich ordentlich die Lampen aus. Erst nehmen wir den kleinen Mann hier. Hallo, ich muss Boss bekämpfen. Hör mal auf jetzt. Nie wieder Alkohol? Das ist eine Lüge. Man sagt es, aber man macht es nicht. Boah, Alter, wann tickt das denn bei dem? Jetzt. Immer sein Damage. Den er bekommt. Ich habe ein Problem. Da kommen noch zwei. Oh nein. Ach, scheiße. Muss man eben hier. Das ist unfair. Das sind jetzt drei Stück. Der Riese? Komm! Treffe nicht! Ich sehe überhaupt nichts. Jawoll! Fertig. Dumme Sau. Was habe ich bekommen? Was ist das? Erhöht die Verteidigung bei niedriger LP. Ich brauche eigentlich den, der da bei wenig Ausrüstungsgewicht den Damage mal erhöht. Das wäre schön. Ah, da ist jemand verkarrt hat. Inzwischen geht's wieder, weiß nur nicht genau, wie ich ins Bett gekommen bin. Das ist nicht schlimm. Sowas hatten wir alle mal. Hol mich nicht an, ey. Okay. Dann lasst uns doch mal gucken. Warte mal, was ist denn mit dem Typen hier? Ich weiß nicht mehr, wie ich in dieses... Doch, weiß ich. Wir müssen diesen blöden Ritter da besiegen.
vielleicht besser. Hätte ich doch nicht besser. Okay. The only thing I will hear from you is, are we understood? I have enough on my... Well, well, you're asking me... The task was left to you and the mongrel, not to only... Well, now's as good... There's a glint she owes me. I ask. I'll write you a letter. I've no time for idle chit. The only thing... Are we and... I have enough... Was ist das? Eine an Selene adressiertes königlichen Wappen, ein Empfehlungsschreiben vom Brezel Raptor Sevulvus an die Schimmersteinzauberin Selene adressiert. Der Inhalt der Schriftrolle ist nicht zu erkennen. Ich gebe ihr das mal. Vielleicht gibt sie mir das dann. Selene, dein Knackarsch kommt. There you are. Shall we commence the... Da. Well, well. So, so. Sulvis ist ein Name, den ich noch nie gehört habe. Oh. The Carian royal family. But long ago, General Radahn challenged the swirling constellations. Now he is the force that repulses the stars. If General Radahn were to die, the stars... And so too would... Ha? Rani, die geile Sau. Wie kommt man denn nochmal nach Radahn? Bin ich besoffen? Hier nicht. Ich glaube doch, ne? Komm, wir versuchen es mal mit Radahn. Vielleicht wird der ja intim mit uns. Nee, will ich nicht. Der ist mir zu maskulin. So, da bin ich drin. Was kostet ein Level? 15.000? 18.127. 1.600, 800. Oh. I must admit, but you must have heard about Star's code once he's out. So now, the way ahead is plain. Schon cool beschrieben, ne? Dass selbst die Sterne bei Radahn abhauen. Ja. Hey! Helden! The star. I am. Do you know well to think? But be sure to get I. Muss eigentlich die Quest noch machen mit dem Typen.
Mit dem Topf. Are you the festival? Before we begin, allow me to paint you the full picture. Oh, das gucke ich mir jetzt nochmal an. Das ist so lange her. General Radahn is cursed ever to wander. Eaten from the inside by Melania's scarlet rot, his wits are long gone. Now he gathers the corpses of former friends and foes alike, gorging on them like a dog. Ja. Howling at the sky. But now. Oh, get to celebrate. General were divested and howling. Ich glaube aber, ich habe mir das jetzt verkackt. Dass ich das mit dem Pop da noch machen kann, oder? Muss mal eben gucken gehen. Wo war denn das? Müsste hier sein. Wenn ich die Kamera ausmachen würde, könnte ich ohne Hose streamen. Das wäre auch schön. Seid ihr am liebsten nackt zu Hause oder habt ihr immer was an? Es gibt viele Leute, die am liebsten nackt sind. Oh Mist. Ich glaube, ich kann die Quest nicht mehr machen. Kann ich mein Talent nicht deutlich verstärken? Ich kenne niemanden, der am liebsten nackt ist. Buchse und Shirt. Ist ja eigentlich auch die Natur, nackt zu sein. Denn im Pool kann man sich erfrischen. Warte mal, wie heißt denn der Typ? Ich glaube, ich kann die jetzt nicht mehr starten. Scheiße. Das Talent wird dadurch deutlich verstärkt, aber dafür musst du auch erstmal bei dem Drachen sein und alles. Alexander, ich muss das mal eben googeln.
Kann sein, dass es doch noch klappt. Ich glaube, aber ich gebe erst meine Punkte aus. Ich hole mir noch mal eben hier so ein bisschen ein paar Dotties. Bevor ich die 8000 oder fast 9000 da verliere. Rest mal eben die anderen Runen, die ich da noch im Inventar habe. Muss eigentlich die Blutquest auch noch einleiten. Die habe ich vergessen. Das müsste ich eigentlich auch noch machen. Was habt ihr für ein Wetter bei euch? Bei uns ist es jetzt abgekühlt. Regen. Viel zu schwül. Warte noch sehnsüchtig auf den Regen. Oh. Guck mal, der ist jetzt auch weggegammelt. Vielleicht kriegen wir das ja hin. Hier scheint auch wieder die Sonne. Nichts übrig von dem Gewitter gestern. Oh. Also ich mag es, wenn es warm ist, auch wenn es sehr warm ist, aber nicht, wenn es schwül ist. Das ist sehr anstrengend. Eigentlich, wenn ich hier so mache. Oh, das tut ja sogar mehrere. So, da ist das Gift. Ja, und die Scharlachfäule. Doch, das tickt beides. Es hängt nicht mehr davon ab, was man zuerst sieht. Ich habe dem ja jetzt nichts mehr angetan gehabt. Bye. Krass, dann knallt das bestimmt böse. Ja, ich hoffe. Wir müssen auf jeden Fall irgendwie noch... Ich würde am liebsten schon in die Schneewelt und die Waffe noch pimpen mit Fünfern. Da habe ich nicht getroffen. Das Ding ist, man muss halt auch oft treffen, ne? Bis das dann losgeht. Und wenn ich jetzt so im Bosskampf bin, dann würde ich jetzt halt mich verdünnisieren, so. Lalalala, guck, und dann ist er gestorben. Ein
Das hier braucht ja auch einen Moment. Zack. So, und jetzt hat das getroffen. Das mit dieser Pizza-Attacke, das war auch übel, weil die da nach dem dritten Mal direkt gekrittet sind. Ja, wir versuchen mal Radan. Wenn Radan nicht klappt, gehen wir nochmal zu dem Schimmeldingens. Oder wir versuchen zuerst diesen Ritter. Komm, wir versuchen bei Lindell erstmal diesen Ritter. Stärke und Geschicklichkeit. Das brauchen wir jetzt. Für die Waffe, ne? Arkan, auch noch. So, ich habe jetzt noch mal mit der Kollegin gesprochen, übrigens. Weil ich ja gerne seit letztem Jahr ja schon eine Gewandung basteln möchte. Auch aus Leder. Mit der gehe ich jetzt bald mal. Also die kennt sich halt super aus. Die, man könnte jetzt zum Beispiel in Berlin was bestellen. Aber ich habe das Glück, in meiner Stadt gibt es eine Stelle, wo man Leder kaufen kann. Und ich will wissen, ob das, was der da hat, ob man das benutzen kann. Und dann würde ich nämlich anfangen, mir eine Gewandung zu basteln. Vorübergehend will ich erstmal einen Piraten machen. Und dann auf meine andere Gewandung hinarbeiten. So ein zerfledderter Wikinger-Style mit verschiedenen Fellfetzen und so vielleicht. Je nachdem. Mal gucken. Auf manchen Mittelaltermärkten habe ich schon mal einen gesehen. Der sah ziemlich krass aus. Richtig cool. So Leute, jetzt bin ich ja mal gespannt. Bin momentan ein bisschen zuversichtlich. Auf jeden Fall runter. Ups. Nein. Ach, die Scheiße. Oh, gut ausgewichen. Ah, das war ein Fehler. Kein Trank mehr. Oh.
Oh. Ah. Was First Try, aber so gut war ich noch nie. Boah. Aber ja, ist ganz cool. Hat schon direkt mehr Bock gemacht. Schade, aber GZ war ein guter Try. Jo, danke. Hätte ich mehr Tränke gehabt, dann wäre das jetzt besser gewesen, aber... Na gut, unendlich hochheilen ist natürlich auch jetzt nicht die Lösung, ne? Gucken wir nochmal. Hüpfen, drauf. Zack. Das war nicht gut. Frag mich, warum das dann so ist. Dann so ein Kackboden bin. Nochmal. Scheiße, Alter. Nein, das war's. Diese Drecks-Pony, Alter. Oh.
Boah, nein. Und ich habe mich schon so gefreut, dass es so gut lief. Ärgerlich. Nein. Nein. Kriegt ihr das überhaupt mit? Bei der ganzen Spannung, die ich hier habe. RIP mit Frit. Geht's? Oh Mist. Oh Mist. Hallo KI. Irgendwie komisch, warum setzt er mich so in die Ecke? Irgendwie schimmelt das Pferdchen nicht so wirklich. Doch, doch. Auf jeden Fall. Das? Das tickt voll rein. Klappt jetzt? Boah, das war knapp, aber es hat geklappt. Na, ich hätte nur einmal schlagen dürfen.
kann nicht wahr sein. Kann nicht wahr sein. Oh Mann. Ist doch nicht die Möglichkeit, dieser Drecksfeuerballkack da, immer wenn du einen Trank nimmst. Diesmal könnte es klappen. Immer schön ausweichen. Das Pferdchen heilt sich auch. Hatte ich auch schon den Eindruck, dass sich das heilt, ne? Tickt zu langsam, hm? Ja, das knallt gut. Da könnten wir auch die anderen nochmal besuchen. Die bis jetzt verschont wurden. Ja, ja. War bei 600% irgendwas und dann plötzlich wieder 800. Hm? Ja, ist komisch. Keine Ahnung, womit das zusammenhängt. Das wollte ich eigentlich erreichen. Egal. Gucken, ob ich jetzt... Nee. Nee. Zweimal schon fast geschafft. Ärgerlich. Wieso? Wieso ist der jetzt nicht ausgewichen? Nee. Die schwere Attacke kann ich nie machen. Das ist dieser Bullshit mit dem Heiltrank. Ich glaube, dieser Talisman erhöht nur die... Nee, doch. Und das heilt mich, aber ich könnte auch... Erhöht die Verteidigung bei niedriger LP. Keine Ahnung, ob das was bringt. Testen wir das. Dass ich vielleicht dann nicht direkt tot bin, wenn irgendwie sowas passiert. Schnell gepiekert. Geschlagen.
Jetzt hat er das wieder vor seine Nase gemacht. Ey, als wenn er hell sehen kann, dass ich irgendwie... Oder macht er das mit dem Feuerball zu sich, wenn ich so nah dran bin? Sieht fast aus, als würde er das immer beim Heilen einsetzen. Hm. Ach du Scheiße, Alter. Das gibt's doch nicht. Hat der Talisman jetzt auch nichts gebracht. Dann nehme ich den anderen wieder. Weil so wenig Leben habe ich nie, glaube ich, dass das unter niedrig fällt und dann die Verteidigung hört. Boah, wisst ihr, was mir so richtig auf den Keks geht? Wenn ich sowas mache, was so spannend ist, dann, weiß ich nicht, dann jucken die Augen. Irgendwas ist wieder am Kitzeln, irgendwas kratzt wieder. Das ist immer ganz schlimm bei mir und meinem Körper. Das ist ganz schön... Okay, pass auf, wir nehmen den. Der regeneriert wenigstens langsam die Lebenspunkte. So, jetzt aber. Jetzt kriegt er aufs Maul. Runde. Oh. Perfekt. So gut, wie es dann anfängt. Ja, Feuerball. Yes. Aber keiner, das ist gut. Egal, es hat ihn getroffen. Nein! Oh Gott. Sehr gut. Oh Gott. Oh Mann, ey, das ist doch nicht die Möglichkeit. Scheiße, dass du bei dem keinen Fehler machen darfst. Das ist so ätzend.
der ist so übel, der Schlag. Ja! Geil! Endlich! Oh, du Scheiße, ey. 3 Tage Elend, ey. Alter. Danke, Leute. Oh, freue ich mich. Jetzt kann das endlich weitergehen, ey. Herrlich. Einen coolen Schild habe ich auch noch bekommen. Den hier. Tausend Seelen. Geil. Ja, klasse. Dann hole ich mir erstmal. Mir ist gestern Abend noch die Idee gekommen, ich glaube beim Zocken oder danach irgendwie, dachte ich so, dieses Ding. Ich habe hier diesen Papier, der Scharlachfäule. Den wollte ich damals benutzen, hab's nicht gemacht, weil das irgendwie dann nicht so geklappt hat, wie ich mir das vorgestellt habe. Und gestern fiel mir da ein und ich dachte, komm, versuch's den mal. Und wo ich dann jetzt gerade durch die Kriegsaschen gegangen bin, ist mir das noch mit dem Gift aufgefallen. Und das ist geil zusammen. Und geh jetzt mal. Nur. Was sagen, ey. Ich mach mir mal eben was zu trinken. Alter, das war Stress für mich. Mir ist gerade die Idee gekommen, die Bosskämpfe. Eigentlich könnte ich mal die Bosskämpfe rausschneiden und dann nur den Kampf, wo ich dann auch gewinne, auf TikTok hochladen. Das werde ich mal machen. Ich glaube, dass das eine ganz gute Sache ist. Dann können mich mal Leute entdecken, die mit Fiebern zum Beispiel auch. Ich würde mir schon wünschen, dass die Community wieder wächst. Ein bisschen so wie früher. Das war schon toll. Das war eine schöne Zeit. Schön, dass wir diese erleben konnten, auf jeden Fall. Jetzt wird's halt richtig ätzend, ne? Die Stadt ist so schwer. Ja, das klingt gut. Immer mit den Erfolgen ködern. Vielleicht kriegen sie Bock. Ja, wer weiß. So viele legen ja Wert darauf, dass du so authentisches Freuen hast und so. Und ich sag mal, das ist ja... And thus, I shall do farewell. I shall leave. I wish you love. Können wir meinen Charakter nicht anpassen noch? Ohne dass wir so eine Larve
wegschmettern müssen. Ja, das stimmt. Das Schlechte ignorieren wir und die schönen Momente behalten wir ewig. Ja, ja, genau. Ja, das ist schön. Ja, gut geschrieben auf jeden Fall. Ich will das mal eben kontrollieren. Ob ich dafür eine Larve verschwenden muss, weil das würde ich jetzt nicht machen. Bin am Überlegen, ob wir nochmal diesen Boss versuchen da. Das ist so schön, weil wir jetzt ein Stück weiterkommen halt. Nee, Anpassung, guck mal. Ich will eigentlich nur ein... Alter, guckt euch da... Ich finde, der hat schon Ähnlichkeit mit mir, oder? Sieht schon lustig aus. Eigentlich müssten wir dem weniger Bart machen, damit man seine hässliche Fresse besser sehen kann. Das pinke Fell vom Rücken entfernen. Ich will es eher größer haben. Ich will ihn ja so hässlich wie möglich haben. Gesichtszüge. Da, Körperbehaarung. Lila Werwolf. So viel Unterschied macht das gar nicht, ne? Okay, das geht auf jeden Fall. Ich glaube, ich gehe erstmal bei Lyndell ein bisschen weiter. Hier ist schon schlimm genug, ey.
Ja, das wird aufregend mit dem Ding. Okay. Weil du die nicht zurücksteggerst, oder wie das heißt. Alter. Ist tot. Uiuiui. Ich glaube, ich gehe erstmal meine Punkte retten, oder? Goldbarren. Hier wollte ich hin. Wir haben die Pünktchen ausgeben. Meint ihr, wir sollen mal den nächsten Boss da versuchen? Der Baum ist ja auch schon so ein Mini-Boss. Schnoppern. Oh, ist klar.
Ach ja, wir können ja wenigstens in die Nähe porten. Kein Fan von dem Gebiet hier. Oh nein! Das ist ja äußerst freundlich von euch. Oh! Alle drei! Du auch noch, komm. 4200. Ja, wir können aber gleich das Climb-Spiel mal ein bisschen weitermachen. Wacher Feind. Wacher Feind. Was denn jetzt? Angümmeln. Angst. Du Scheiße. Aber ganz guter Schaden bis jetzt. Dieser Attack hat mich gestern nicht einmal getroffen. Ah, toll. Ne, ich wusste nicht, dass du weg warst. Hallo. Manchmal fühle ich mich verfolgt. So ein Penner, ey. Telefon hat geklingelt. Ein Mobilfunktelefon oder ein normales Telefon mit Wählscheibe? Wer ruft dich um 8:30 abends an?
beide nicht mehr. Au. Damit einverstanden, wenn er mich in Ruhe lässt. Möbel, ey. Die mal alle kaputt sind. Mann, ey! Das normale Festnetztelefon, aber schon die sagbare Generation, meine Tante. Wollte mal Hallo sagen und fragen, wie es so geht. Das gibt's nicht mehr. Ab 8 Uhr ist hier Ende mit Telefon. Was hier halb, eigentlich halb 8 Sandmännchen und dann war's das. Also ich könnte den schaffen, aber... Mann, ey. So, ich nehme erstmal ein paar Möbel weg. Jetzt hat er mir doch... Ich hab die Spaten, ne? Ja! Wieso explodiert denn der auf einmal? Ist der besoffen? Den kannst du auch nicht zweimal schlagen, ne? Der hat das auch, wenn du einen Trank nimmst, dass der angreift direkt, instant. Boah, sowas mag ich nicht, ne? Sowas finde ich ganz, ganz, ganz ätzend. Ich hasse sowas. Sowas vorgescheatet programmiertes irgendwie. Ja, so ein Heal-Block. Ich hatte das erst gemacht und weiß jetzt gar nicht mehr, wie man da nochmal in diese Winterwelt kommt, dass ich mir diese Klangperle holen kann. Wir können aber, wie gesagt, gleich auch mal in dieses Hüpfspiel gucken. Thank you.
Ich glaube ja nicht, dass ich die Ritter hier besiegen kann. Oh, da ist wieder so ein... Was ist das? Oh, voll. Okay, komm, ich spiel mal das Ding ins Kleinspiel da.